Hallo und herzlich willkommen zur 89. Lesung eines regulären Beitrags aus meinem Blog rkslp.org. Diesmal Verbündete und Gleiche. Wenn man nicht gerade über eine gigantische Übermacht verfügt und sich quasi alles nehmen kann, was man will oder für angemessen hält, mit oder ohne universellem Rechenselbstanspruch, wird man wohl immer hinreichend viele andere brauchen, die einen unterstützen oder mit denen man sich zumindest hinreichend einig wird beim Tauschen und Co. Aktuell haben wir zwei Mächte, USA und Russland, die zumindest jeden und alles zerstören könnten, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen oder für nötig und angemessen halten. Allerdings auf Kosten einer zumindest einige Jahrzehnte anhaltenden atomaren Verseuchung und oder, wenn sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen, auch um den Preis ihrer gegenseitigen Vernichtung. Letzteres ist dann eher nur noch für alles oder nichtsüchtige oder inkonsequente interessant. Oder eben für Saboteure im Inneren oder von außen. Denn wenn diese zwei Mächte sich verbünden, könnte ihnen der Rest erstmal wenig entgegensetzen. Zumindest wenn die zwei auch hinreichend atomar vorgehen. Gut, wenn die ganze Menschheit gleichzeitig konventionell gegen sie anrennen würde, könnten diese beiden zwar atomar fast alles verseuchen, aber der Rest könnte sie wohl dennoch überrennen. Bis auf den Status einer atomaren Alpha-Macht ist China Russland wohl schon überlegen und den USA fast bald ebenbürtig. China kann also entweder Waffen entwickeln wie Nanobotschwärme, die Atombomben und Makrobomben allgemein schnell genug unschädlich machen können, oder sie werden selbst atomare Alpha machen. Entweder mit den beiden anderen zusammen oder alleine. Wenn sie als einzige Makrobomben ausschalten könnten, wären sie so erstmal alleinige Alpha machen. Und wir hätten das Zeitalter der Makrobomben mal hinter uns gelassen. Letzteres wäre zumindest gut. Denn Murphys Gesetz, alles oder alles oder denn Murphys Gesetz, alles was schief gehen kann, geht auch schief, gilt zwar erst nach X Wiederholungen oder in großen so Zeiträumen mit bestimmten gleichen gefährlichen Zuständen. Aber es gilt eben auch für die Gefahr der totalen Zerstörung durch eine zu große atomare Eskalation. Mit Schwärmen aus Mikrobomben kann man die gleiche Wirkung, auch als Minderheit, jede Mehrheit besiegen zu können, eben auch mit weniger Kollateralschaden erreichen. Bei Nanoschwärmen kann man das Verfallsdatum selbst wählen. Außer man macht sie autonom und sich selbst reproduzieren. Dann hat man wieder eine neue Worst Case, dann hat man wieder ein neues Worst Case Szenario für das Leben an sich geschaffen. Zumindest wenn sie den Planeten verbrauchen, anstatt nachhaltig zu gebrauchen. Bei nachhaltigen Nanos hätte das natürliche Leben zumindest die Chance, die Kontrolle zurückzugeben. Aber zurück zum aktuellen Ist-Zustand. Wenn sich die USA und Russland gegenseitig auf EU-Niveau zurückbomben, wäre China natürlich als alleinige Alpha-Macht durch. Oder sie werden selbst noch mit rein gezogen und die EU auch. Dann wäre Indien alleiniger Alpha. Naja, das kann man dann gedanklich so weit treiben, bis Bhutan Chef im Ring ist. Also die USA und Russland sollten nicht vergessen, dass man das, wenn zwei sich streiten, sich meistens der oder die Dritten freuen. Deshalb müssen sich auch Alpha-Mächte fragen. Was muss man den anderen Alphas zugestehen, damit man sich nicht gegenseitig zumindest vom Platz an der Machtsonne wegbombt? Da kommt die berühmte Fairness zu tragen, die man zumindest gleichen gewährt, beziehungsweise gewähren muss, wenn man nicht gleich nur noch auf gemeinsam niedrigerem Level aufwachen möchte. Aber dafür braucht es Entscheider, die sich selbst genug im Griff haben und die Lage richtig einschätzen können. Bezogen auf den Ukraine-Russland-Konflikt stellt sich dann zunächst mal die Frage, was Russland aus den betroffenen Gebieten mehr oder weniger dringend braucht und was die USA und was man dafür in Kauf nimmt. Also die USA braucht aus den betroffenen Gebieten wohl so gut wie nichts. Strategisch sind die Gebiete nur bedeutsam, um den Konkurrenten Russland vielleicht durch einen geschickten Zug abzustufen. Unter anderem sind diese Gebiete aber eben genau deshalb für Russland so wichtig. Eine Lucky Punch Option für die USA, genau vor ihrer Nase, werden sie genauso wenig tolerieren wollen wie die USA vor ihrer Nase, wie zum Beispiel in Kuba. Also die Ukraine und was sonst noch so nah drumherum liegt,
wird niemals eine zu große Menge an Waffen beinhalten dürfen, ohne Russlands Status zu verletzen. Alles um das Asowische Meer und ihren Krim-Militärhafen ist für Russland aber auch so wichtig, zumindest nach meiner Kenntnisstand, um sich gegen nicht atomare, aber konventionelle Mächte im Notfall behaupten zu können. Vor allem aus dem Westen. Dort hat man ja immer noch nicht begriffen, dass man sich untereinander hinreichend viel gewähren oder sich gegenseitig abhalten können muss, damit da nicht wieder ein fanatisch aufgeputschter Vernichtungsmob gen Osten zieht, da er mal existenziell mal wieder nicht genug bekommen hat und von den anderen auch nicht gestoppt werden konnte bzw. wollte. Daher sind Teile der vom Ukraine-Russland-Konflikt betroffenen Gebiete nicht nur für Russlands Status als atomare Alphamacht wichtig, sondern sogar, denke ich, existenziell wichtig. Die USA wird zumindest aktuell und bis ihre eigenen Rohstoffe komplett aufgebraucht haben, die Russen nicht vernichten oder unterdrücken wollen, höchstens existenzgefährdend ideologisch dem Markt mit zu schlechten Karten überlassen wollen. Der nächste Vernichtungsmob aus dem Westen mit einem neuen Hitler, aber schon. Oder halt nicht nur jetzt nicht unbedingt die Russen, sondern alle. Der mit einem neuen Hitler, aber schon, genau. Und den würde Russland nur mit überlegener Waffengewalt stoppen können. Also für Russland geht es im Ukraine-Russland-Krieg um die Fähigkeit zur selbstständigen Existenzerhaltung. Also nicht, wenn der Mob von Hitler II kommt, auf einen D-Day für Russland von den USA hoffen zu müssen. Dann heißt es dann vielleicht von einem Biden II, they didn't fight enough to stay powerful enough. Why should one US-Soldier now die or risk his life for them? Also Russland wird, solange es kann, um die Gebiete, die es um den Ukraine-Russland-Krieg braucht, kämpfen, notfalls auch atomar, mit und vor allem auch ohne Putin. Und sie werden spätestens, wenn eine Kennedy bei ihnen dran ist, auch klar machen, dass sie nicht vor ihrer Nase auf Kuba bzw. die Ukraine atomar schießen werden, sondern auf die USA, so lange wie nötig. Aber eben nur für das fair Nötige, nicht für irgendwelche Heimholungen von Gebieten, wie man wie mal kurz früher eroberten Gebiete oder ethnische Russen, die das gar nicht wollen. Nur eine Katastrophe auf zwei Beinen auf dem russischen Thron könnte Russlands Zukunft für solche Leidenschaften riskieren bis opfern. Und wenn wir schon bei Katastrophen auf zwei Beinen sind, nein, auf Den Haag möchte ich jetzt nicht eingehen. Ein konsequenter russischer Präsident weiß, dass man Demokratien auch den USA die Chance geben sollte, nochmals neu zu wählen, solange dass die Zukunft für Russland nicht zu sehr gefährdet, bevor man sich in eventuell nötige atomare Shootouts stürzt. Also wenn Putin eine atomare Auseinandersetzung, die vielleicht nötig werden könnte, noch hinauszögert bis nach den nächsten Wahlen, wäre das ein Zeichen von charakterlicher Größe und nicht von Schwäche. Denn nicht sicher genug, jeder US-Präsident hat zumindest das geistige und konsequente Niveau von Nikita Khrushchev. Und wenn der die ein oder andere Vize sozial und ethnisch veranlagt ist und zu oft Armageddon geschaut hat und noch drankommt, müsste vielleicht sogar China aufpassen, wenn eine finale, jetzt seid ihr dran, macht es besser als wir im Norden reden kommt. Also Putin nicht so viel wollen, auch keine komische, eventuell also wird Pläne ausführen und besser noch warten mit dem automatischen Shootout, solange sicher genug möglich. Und Biden, hallo, hallo, genau. Und Scholz und Co., Überschuss ist zu viel und zu wenig Gleichheit und Soziales in Europa und eigentlich auf der ganzen Welt ein Brandbeschleuniger für Hitler Mob 2. So, fertig.